Nee, Also wie normalerweise gesagt, würde ich sagen, warum nicht, aber jetzt, mein nach Nachname Reminieren. ist Hamburg. Versuchen wir irgendwie einzusteigen. Gehen wir von der Jo, Straße bitte. runter. Hauen wir ab, hier ist mein Fahrzeug. Ja, Ja, mit das meinem Auto stimmt. hat er den verursacht. Mit meinem Auto hat er den verursacht. Junge, laber keinen Dreck und hau ab. Ja, aber es ist mein Auto, das hat er mir vorhin Ist geklaut. nicht dein Auto. Alter, was hier alles los ist, ihr seid so ungerecht. Meinen Sie mich? Nee, ich hätte das Auto der Polente. Meinen Sie mich auch, Officer? Bist du ein Falsch, Lügner? ja, okay. Was ist denn mit meinem Fahrzeug? Das ist ein anderer. Das ist aber mein Fahrzeug, das hat mir geklaut. Haha, ja klar, du bist ein Depp. Ducke, Ducke. Ja, Gerkan, mit meinem Auto bist du gefahren. Ich hab einen Führerschein. Gut möglich. Ich hab doch... Halten Sie sich bitte mal ein bisschen hier fern von der... Ich hab gesagt, das ist mein Fahrzeug. Wo kann ich den Anzeiger starten? Wo kann ich den Anzeiger starten? Aber jetzt bestraft uns, nehme ich dir alle fest und stellen Sie die Pommesbude. Ich hol mir schnell ein. Ja, weil kein ADAC online ist, haben wir den jetzt. Achso. Und woher hat der überhaupt den ADAC-Truck? Ja, habe ich mich auch gefragt. Woher hat der Medic den ADAC-Truck? Ja, der Medic fährt mit dem ADAC-Truck herum und redet kein Wort mit mir und fährt mit mir durch die Gegend. Lol. Wir haben gerade Reifen verloren. Was? Ja, im Krank. Wir waren aus irgendeinem Grund haben wir jetzt gelbe Reifen. Oh mein Gott. Man spürt irgendwie schon, dass man das Free Altis Weekend ist, oder? Oh, der ist aber ziemlich schnell, oder? Hier sucht die Kupfermine, oder? Ja, da rechts. Also vorne die Einfahrt rechts. Warte mal hier auf die Seite, bitte. Auf die Seite hier. Da. Einfach hier. Ich muss halt aber kurz... Warte mal... Na, sie soll mich nicht umfahren. Und dann übernimm das mal. Nein, ich bin gerade auf dem Desktop. Warte, bitte übernimmst du kurz, bitte. Nein, nein, ich lass dich das jetzt übernehmen. Ich bin, ich muss gerade was erledigen. Mein Mikro. Ja, wir haben den Besitzer des schwarzen SUVs am SUV angetroffen. Wir haben ihn da jetzt einmal kurz bei der Reparatur geholfen und hat sein Fahrzeug wiederbekommen. Komm. So, die Herren. Verstanden, kommen. Sind ein bisschen zu schnell ja, gefahren. Dann. Aber wird absteigen. Genau. Tut mir leid. Ich hab doch nur den Motor ausgemacht. Na okay. Wir sind 75 gefahren bei einem Geschwindigkeitslimit von 50. Ja, das war meine Schuld, Herr Officer. Das war Ihre Schuld? Warum da war ja, das ich Ihre hab Schuld? Ihn dazu überredet. Ich habe eine Mutprobe mit ihm gemacht. Er musste. Das tut mir leid, bei 75 sind 25 km zu schnell und bei 10 hätte ich jetzt vielleicht auch ein Auge zugedrückt, aber 25 sind ein bisschen viel. Ja, da kann schon ich einiges die Strafe passieren. Dann übernehmen? Wenn Sie das möchten, klar. Ja, möchte ich. Dann nehmen Sie einmal bitte die Hände hoch.
Mäuse nicht festnehmen, ohne Schlüsselchen an- und angeschwind. Dann werde ich sie erstmal durchsuchen und sie bitte auch, damit ich kontrollieren kann, ob sie einen Führerschein haben. Kontrolliere ich sie mal schnell. Einfach mal die Hände schnell hoch machen. Dankeschön. Gut. So, bin wieder da. So, ich sehe gerade, die haben gar keinen Führerschein. Okay, unsere Wheels sind zwar gelb, aber irgendwie schaffen wir immer noch locker 300 km/h. Was ist denn los? Ja, den war ja gerade auf dem Weg dahin. Gut, dann nehmen Sie mal die Hast Hände du ein Repair-Kit dabei? Zum ich höre. Boah, warum... Ich würde verstehen, der Herr ist ganz neu auf der Insel und ich bin... Was denn, als Polizist lernt man... Ja, genau, dann laufen Sie mal schnell darüber ins zweite Haus, auf der rechten Seite und holen sich... Genau. Die Straße wird dann 5000 machen. Dann reparier mal die Karre. Ja, ja. Lass mich aussteigen, sonst keine. Gut. Gut, dann können Sie wieder die Hände runter machen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Ah, ja, ich hab mir gerade eingekauft. So. Okay, dann fahr weiter. Hier geht's echt rund nach diesem Free Weekend, ne? Wie lange geht das noch? So, ich mal ein Taxi zum Markt. Und wir haben Freitag. Ach du Scheiße, Alter. Kann man bitte jemanden Big Mike zum Haku? Haku mitnehmen? Steht hier am Seil. Der braucht ein Taxi, der seine Karre ist weg. Kaputt oder sowas. Wir hätten da gerade mit dem SUV los. Gut, dann hier links. Pass mal auf. Gut, da ist der Taxi. Super. Bin einfach zum Haku fahren. Achso, hier ist keiner mehr. Kannst du gerade noch meine Karte reparieren, bitte? So, Game geht los. Ja, reparier mal bitte. Was ist jetzt da noch? Ich weiß nicht, ob ich zwei mit hab. Na, hab ich nicht. Geht nicht. Muss mit gelben Anzeige fahren. Hammer geil, da kann man ja mal deinen Taser richtig abnutzen. Ich habe halt keine Vorderreifen mehr, der fehlt jetzt einfach. Ernsthaft, weißt du? Was? Er kann nicht mehr so zurückfahren, egal. Hoffe, er stellt zwei Tickets. Ich hätte eh nur 20 km/h die Limo. Also dann am Beton. So peinlich, Alter. Nur mit zwei Tickets schnell. Wir fahren jetzt gerade mit 12 km/h an einem Touri vorbei, den wir gerade geholfen haben. Ja. Das ist die Karre von Beta. Gut. Naja, schlimm ist es nicht. Geht ja nicht online. Wir sollten nur wieder, haben wir da gesagt. Rechts, das ist kürzer. Machst du auch. Rechts, das ist nicht, ist das kürzer. Ist nicht kürzer, Junge. Sicher, ich spiele 1500 Stunden schon altes, also weiß ich, was kürzer ist. Du spielst zu viel. Dafür, dass du aus Österreich kommst. Komm mal zur Kurve, da können wir den. Links. Ja, dann da gleich links. Ja, die ist eh funktionstüchtig, bei der 20 km/h. Achtung! Boah, Alter, geht das schon. Hinterher, los! Ich schaffe immer noch 100 km/h mit drei Reifen, also das ist wirklich so beachtlich. Ja, schau, gell? Ach, links irgendwo. Da links steht er, da links steht er. Da ist ein schönes Quad. Fahr, du Scheißding.
Ihr müsst jetzt erst reparieren gehen. Sorry. Nur das Quad mit, genau. Wir könnten immer noch geblitzt werden, dafür, dass du hier mit... Ja, wir sind an der Brücke beim Apfelfeld. Und die haben noch einen Unfall gebaut. Ernsthaft? Weißt du, wie schwer es ist, eine Sportler mit drei Reifen zu kontrollieren? Ja, ich weiß das, aber da musst du ja nicht Vollgas geben. Das war kein Vollgas, das war nur weh. Rechts. Wir brauchen eine Sportlimo, sagst du, wegen Straßenrennen? Na dann. Ja. So, dann gehen wir nochmal direkt hin. Stellen uns mal dazu. Und fahren mal mit. Vielleicht wird der Oale dabei sein. Als Erfahrung für sein Protokoll. Bist du mitfahren? Ah, Hamburger. Kannst du auch mitfahren? Du bist ein bisschen langsamer. Nein, lass mich aussehen vor bei Ricardo. Machst du bitte auf? Du kannst in der Sportlimo nicht sterben, die explodiert nicht bei Crashs. Ah. Da, ich fahr bei dir mit, dann bist du nicht alleine und dann sind wir. Du fährst übrigens gerade mein SUV, ne? Nein, das ist meiner. Das ist meiner. Fangt's nicht zum Streiten an. Ich möchte wissen, welche Cops gerade das Cloud der Polizeikarte verfolgt haben. I don't care, I love it. Ja, guck an. Hier rechts standen so. Ne, da vorne rechts. Hätten sind sie doch, oder? Also ein paar Tote. Ja. Ey, der rappt ja. Wir haben eine Axt gezogen. Ein bisschen RP machen, fahre ich jetzt weg. 1, 2, 3 Medics sind online, ja, die Regeln. Überfahr die einfach, die Medics sollen die dann reviven. Blam. Ach, das ist uninteressant, ich fahr weiter. Ich werde crashen, ich werde crashen. Warum? Weil ich nicht fahren kann. Oh, ja dann. Mein Fahrer 340 innerorts von Kavala. Oh, right. Überlebt. Überlebt. Ich dachte, bei mir hat einfach nur ein bisschen geleckt. Mal nach links, mal nach rechts, irgendwann zu fahren. Ja, fahr zurück und... Boah, Alter, dieser Bug, ne? Du musst geh an, du Scheiße. James S. wurde von Ricardo Roberto Sonne befahren. Ja, das war dieser Cover, der heißt... Full Equipped Screen mit der Axt für Form. Alpha, Einfach von Funken hier. Unten ist. Welcher der Kollegen hat eben das gestohlene Polizeikurs verfolgt? Kommen. Verstanden, Akku, Ende. Tja, 65, 70 Gramm am Rückwärtsgang, da bist du platt. Nee. Wo bist du denn mit dem Polizeikurs? Ja. Ich. Wo seid ihr denn? Also wir stehen hier ganz gut so mitten auf der Straße. Das ist Big Mike, ne? Und Danny. Jetzt hast du Help angemacht. Okay, gut.
Nein, mit denen rede ich nicht, die sind so unsympathisch. Erledigt, oder? Die Frage. Walla, Bruder! Nein, nicht die schon wieder, Walla, Bruder, Alter. Leute, sprecht erstmal Deutsch. Hamburg läuft einfach erstmal durch die Hauswand durch. Läuft bei dir. Beleidigung, Beleidigung, festnehmen sofort. Ich pack mit dem Frank Benson, Alter. Ja. Oh fuck. Gut, RDM ist es, mitten in Kavala. Alter. Von wo denn? Moin. Moin. Wer ist jetzt Komma? Warum? Woher kommt der? Kann ich die tasern? Ich wurde aber getötet, oh. Naja, mit dem Taser ist es verbuggt ab und zu. Der ist so. Der mit der Silence Katiba ist einem Kran, ne? Ich bin tot. Und wo? Ballert da jemand in Kavala rum? Ja? Ja, okay, zum Haupt. Wir haben zwei Leute getasert. Keine Ahnung, wo der ist. Ballert der rum? Irgendwo da hinten, James. Am gelben Kran. Wo ballert der Typ rum? Am gelben Kran, rechts vom Marktplatz. Wenn du vom Makro kommst. Komm mit, Hamburger, ich darf dich nicht alleine da. Das ist so. Ja, ich will nicht. Hier bleiben. Es ist ein Cop in dem SUV, ich hoffe. Ja. Dann darf ich doch hier bleiben, oder, James? Ja. Ich bin halt da. Ja, ich werde erschossen. Wieder beschossen. Ja, sonst mach das einfach ich. Komm, ich mach das, egal. Das hat der Tobi in Bravo, Junge. Ich hab beschossen, ich bin tot. Wo Live, war der? Live Ericsson, ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach umgefallen. Das so, Screenshot, so, ich schieße jetzt scharf. Ich hab auch aufgenommen. Was?